Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, ich bin Puck und nachdem ein quasi Nintendo schon so im Stich lässt von wegen hier Creator-Programm und damit die Let's Player einschränkt, freue ich mich umso mehr, dass Paradox das nicht tut. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Und freue mich umso mehr weiter zu spielen. Inzwischen in Schweden, gucken wir doch mal kurz, haben wir übrigens noch Erik de la Gardie und Karel de la Gardie als Nachfolger. Wir stellen hier mal gerade einen Staatsmann an, haben ein bisschen mehr Geld, sehr schön. Unsere Armeen sind jetzt nicht so die größten, aber sie sind die tollsten, so in der Art, nicht? Ja, mir fällt da gerade ein nicht gerade jugendfreier Witz an, aber lassen wir das Thema. Entschuldigung. So. Gut. Da bauen wir also schon mal Schiffchen, das ist auch gut. So. Bauen wir noch ein paar Einheiten. Was wir übrigens vorhatten im letzten Turnset. Ich weiß es nicht mehr, ich bin ganz ehrlich. Aber was mir noch aufgefallen ist, ich habe hier natürlich jetzt im Game of Thrones auch starke Vorteile, weil ich auf Schwedens, Schwedens Thron, sag ich schon, auf Brandenburgs Thron schon die De la Gardie eingesetzt habe. Das gleiche dürfte übrigens auch bei den Niederländern der Fall sein. Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Ne, es sind die Generalstaaten. Doof das. Gucken wir uns das mal kurz an. In Holland, ein adliges Haus, De la Gardie folgt auf dem Thron nach, genau. Wenn das der Fall ist, habe ich, oder wenn das wirklich kommen sollte, hätte ich natürlich starke Vorteile im Game of Thrones. Na gut, bei Niederlanden jetzt nicht unbedingt, aber allgemein. Ansonsten noch, ohne Witz, ich habe gerade das Gefühl, dass irgendwas im Hals stecken bleibt. Machen wir erstmal noch hier. So. Sichern wir uns nochmal die zusätzlichen Punkte, nämlich hier. Ostpreußen ist der Sitz eines neuen Kardinals. Generals, Admirals. Nein, nein, nein. So, schicken wir noch eine Beleidigung darüber. Zack, damit sichern wir uns das. In Russland sorgen sie jetzt für Unruhen, die dreckigen Hunde. Das nervt mich so. Ganz nebenbei noch angemerkt, eine Idee, die ich noch hatte, ist, im nächsten Krieg, wenn der möglich ist, Moskau zu vasallieren. Und dann könnte ich Moskau hier quasi anfüttern und dann würden die für mich den Osten quasi erobern. Was heißt erobern? Das nicht, aber expansionistisch erschließen, nennen wir es mal positiv, nicht? So. Hier unsere Flotte wird inzwischen auch schon immer größer. Polen sind wir fertig. Ja, das könnte sich bald als wahrer erweisen, als ich mir es eingestehen wollte und würde. So. Haben wir damit jetzt unsere Flotte zusammen? Bauen wir noch irgendwo? Sterben einstellen. Bauen tun wir erstmal nicht, das ist schon mal sehr gut. So. Sehr schön. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir die ganzen russischen Rebellen auf den Sack gehen? Ja. So. Toleranz, Missionarstärke geht hoch. Die drei Dinger führe ich mal ein. Das ist noch halbwegs ohne.
größere Probleme. So, es werden hier noch ein paar. Kanonen fertig. Ich muss aufpassen. Damit gehe ich nämlich gleich definitiv übers Truppenlimit. Nicht, dass ich das dann übertreibe hier. Auch wenn es nur um eins darüber liegt. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Jetzt muss ich auch erstmal jetzt die Rebellen niederknüppeln und dann kann ich mich um andere Situationen und Sachen kümmern. Militärisch schenken wir ein bisschen, naja, ein bisschen hinten dran. 12, 12, 10, 14, 14, sehr schön. Gut, 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 gut. Haben wir da einen Führer? Haben wir da einen Anführer für? Der ist 4-3. Der hier ist 1-3. Da wechseln wir doch mal kurz zu Sven Bagge. Dass ich den besseren dort habe, wo er gleich gebraucht wird. Ja. Ansonsten werde ich wahrscheinlich demnächst hier Litauen den Krieg erklären müssen. Nicht, dass es mir gefällt, aber das sind diesen Verbündet mit Polen. Das ist gegen mein ganzes Bündnissystem. Quasi, ich habe ja wirklich hier mit Frankreich, Niederlanden, Brandenburg, Böhmen, Polen, Ungarn eine Bastion, gegen die niemand ankommt. Und Österreich wurde abgelöst als Großmacht, dadurch, dass die Steiermark implementiert wurde. Wenn ich jetzt Polen einfach mal so raus verlieren würde aus dieser Allianz. Das heißt, ich würde quasi Litauen gegen mich haben. Polen, Böhmen. Böhmen würde sich quasi mit Litauen neutralisieren. Aber ich hätte ja noch die Niederlande, die Franzosen und die Brandenburger dazu. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich denen den Krieg erklären würde, wir sind natürlich jetzt nur im Bereich des Hypothetischen. Frankreich würde nicht mitmachen, weil Krieg weit weg. So ein Dreck. Polen ist alliiert. Schulden. Böhmen wird mitmachen, das ist gut. Brandenburg, Schulden und kein Vertrauen. Könnte ich angreifen. Und sind auch nur mit denen alliiert. Das heißt, rein theoretisch Böhmen. 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 Teil des Reiches. Ich hasse es, wenn die Teil des Reiches als Verteidigungsgrund vorbringen. Ich habe doch Bornholm, oder habe ich jetzt schon? Ach so, gegen die habe ich schon, Eroberung von Hinterpommern. Sie werden höchstwahrscheinlich nicht akzeptieren. Wegen rivalitärer Haltung gegenüber von Pommern. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich das riskieren möchte, denen den Krieg zu erklären. Damit hätte ich dann im Reich quasi einen kleinen Fuß, aber mir jetzt schon komplett mit Böhmen zu versauen, ist auch nicht schön. Nee. Noch nicht. Da muss also ein bisschen Augenmaß leider. Dann doch. Habe ich eigentlich schon Claim auf? Habe ich. Sehr schön. Habe ich eigentlich schon. Lübeck ist nicht mehr die Hauptstadt, sondern Bremen. Perfetto. Dann fingieren wir noch auf Hamburg. Dann kann ich nämlich noch größere Teile vom Kuchen erobern demnächst. Ja, die Polen werden sich Danzig holen. Das kotzt mich an, aber es wird nicht anders sein.
Murom und Bello Zero. Die dürften jetzt eigentlich kein großes Problem darstellen. Das Dumme ist, mein Militär ist auch nicht das Beste. Nicht falsch verstehen, es ist nicht schlecht, aber ja. So. Zwerg kann man jetzt ganz gut nutzen, um zumindest sich kurz zu erholen. Hochsteuerprovinz. Konvertieren wir noch mal ein bisschen weiter, wobei ich eigentlich eher Protestant werden will, aber ja. Man kann nicht alles haben. So. Habe ich schon erwähnt, wie sehr es mir auf den Sack geht, wenn die hier so dermaßen gegen mich agitieren. So, holen wir uns erstmal die Quantitätsidee, denn damit dürften unsere Manpower-Probleme beseitigt sein. So, jetzt müssen nur noch die Novgorodsch-Nationalisten einmal weggeknüppelt werden, dann haben wir das. So. Moskau ist kein gültiger Rivale mehr. Von mir aus. Nehmen wir doch mal einen neuen. Litauen und auf lange Sicht, oder Polen? Nee, noch nicht. Kasan. Kasan habe ich also so vor, demnächst was zu erobern. Die haben uns beleidigt. Da bin ich ja wie eine Leberwurst, quasi. So, mit 41 Galeeren, Kriegsgaleeren, dürfte ich mich halbwegs halten können, wenn es hier heißt, wir verteidigen den Kattegat. Utrecht, Gelre und Breda werden wahrscheinlich noch zur Republik abfallen irgendwann. Die Frage ist nur, wann. Wie sieht es eigentlich aus derzeit? Böhmen ist nur relativ lose. Kotzt mich so ein bisschen an, aber ich würde jetzt gerne über Litauen herfallen, bin ich ganz ehrlich. Wie über so ein kleines Buffet, all you can eat mäßig, aber ich werde jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach meine Manpower jetzt einmal erholen lassen, weil ab dann kann ich dank Quantität, denke ich mal, komplett durchziehen. Ich lasse ich dort, damit die Böhmen nicht abfallen. Sustal und Wolgoda. So, Jungs. Irgendwie habt ihr es auch mal so im Winter auf mich abgesehen, nicht? Diese rebellischen Patrioten gehen mir auf den Sack. So. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf militärischen. Da bleiben sollte, ich bin mir da gerade gar nicht so sicher mal. So. Obwohl, nee, lieber noch mal kurz warten, wegen allein schon wegen der Diplomatie, schon wegen der Moral. So, jetzt dürfte ich mich ja moralisch dabei sein. Sehr schön. Haben wir doch da wieder unsere Ruhe. Söhrchen.
haben wir jetzt die Rebellen endlich in die Knie gezwungen. Ich könnte jetzt natürlich einfach stumpf warten und dann dem Hansebund den Krieg erklären. Mit wem sind die alliiert? Polen, Österreich, Köln und Steiermark. Steiermark ist jetzt ja auch nicht gerade ohne, oder? Naja gut, die Steiermark wird gerade verknustert von Venedig und Frankreich. Deren Seite wird Böhmen wahrscheinlich mitmachen. Das ist natürlich doof. Tyrannische Haltung gegenüber von Mecklenburg. Das ist scheiße. Die betrachten das quasi schon als deren. Und die Franzosen sind jetzt auch schon deprimierend kriegsmüde. Da kann ich also erstmal nicht so viel mitreißen. Das heißt. Fingieren wir mal etwas weiter. Schaden soll es nicht. So, beleidigter Rivale dauert noch ein bisschen. Damit kann ich mich noch ein bisschen oben halten. Und diesen vor allem plus 1, plus 1, plus 1 Machtpunkte-Bonus behalten. Unsere Manpower wird jetzt noch ein bisschen steigen, da freue ich mich drüber, aber so richtig. Gucken wir mal. So, da ich ja vorhabe, Moskau zu vasallieren, kann ich guten Gewissens in Murom einen Mark errichten. Ansonsten läuft das jetzt eigentlich auch gerade. Ich kann mich nicht beschweren. Frankreich ist im Krieg mit Pfalz, Steiermark, Savoyen, Böhmen und der Schweiz. Ich sollte mich wahrscheinlich freuen, dass ich da nicht gecalled to armed werde, quasi. Die sind nicht darin verwickelt, die Niederländer. Sollte ich mich wahrscheinlich noch drüber freuen, was? Kann ich eigentlich schon die Norweger annektieren? Ich glaube nicht, aber gucken wir mal. Ich könnte, anscheinend. Gut, na klar wird die Leibeigenschaft hier erzwungen. Jetzt freies Glauben. Niemals. So, kein Claim mehr auf Lipetsk. Lipetsk, wo ist denn Lipetsk? Ich weiß gar nicht, wo Lipetsk oder Lipetsk ist. Ach, das war bestimmt nur eine russische Provinz, oder? Feluga, komm. Ja, Kasanisch. Ein Flottenreform, aber die anderen sind alle deppig, also deppert, die will ich ja nicht. Ne, Manpower ist schon ganz gut derzeit noch, auch wenn ich später mal sonst brauche. Litauen ist Kontrolleur der Kurie. So ein Dreck. So ein Dreck. Das heißt, hier mal die Boni von dem spaßigen Freund der Sonne. Wahrscheinlich ruft er jetzt nach dem Kreuzzug gegen mich. Ich würde mich so Schrott lachen. Also das ist nicht so zum Lachen, aber. So. Naja gut, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich die annektiert habe, aber alles wird gut. Wenn ich jetzt natürlich noch den Plus-2-Berater hätte, wäre das Overkill. Das wäre cool, kultig, toll, wie auch man es nennen möchte. Wenn ich denen den Krieg erkläre, würde damit machen.
Oldenburg, Polen. So, das heißt, wenn das Bündnis mit Polen schon bricht, überlege gerade, ob ich die Typen da schon hinschicken sollte. Weil 21 wird gegen den Hansebund wahrscheinlich nicht ausreichen, würde ich mal raten. Ist nur so eine muntere Vermutung meinerseits. 28.000. Wie viel Geld habe ich, um übers Truppenlimit zu gehen? Einiges. So, mache ich jetzt nicht gerne, aber. Die eine Heeresgruppe, die ich darüber schicke, werde ich jetzt mal ein bisschen aufpumpen. Quasi habe ich jetzt mal die Luftpumpe rausgeholt. Und Frankreich scheint nicht so ganz klar zu kommen. Na gut, man sollte meinen, dass sie dagegen klarkommen. Na gut, sie sind konzentriert hier. Steiermark und Savoyen knüppeln sie schon auseinander, aber gegen diese ganzen vielen Reichsmeinung, das hat man halt weniger Chancen, muss man mal offen zugestehen. So. Ich gehe ungern übers Truppenlimit hinweg, aber man muss einfach mal festhalten, dass es Momente im Leben gibt eines jeden schwedischen Herrschers, wo man das mal machen muss, allein schon, weil ich ja die komplette russische Front da nicht ignorieren kann, so gerne ich das auch machen würde. So. So, dann jetzt noch ein paar Infanterietruppen, das sollte auch noch machbar sein und dann kann ich mich komplett auf den nächsten Krieg konzentrieren. So, kein Kriegsgrund mehr gegen die Typis. Ich hoffe, oder ich denke mal, dass die ganze Infanterie jetzt nicht so schlimm sein wird für mein Manpower-Ding. Nicht Manpower, sondern für die Truppenlimit-Sache, weil, oder zumindest das Truppenlimit ja, aber sie dürften nicht so teuer sein vom allgemeinen Unterhalt, was es halbwegs erträglich macht, dachte ich. Dachte ich. Doof. Damit sind wir wieder ganz knapp im Plus. So. Zielt auf die Augen, das ist doch mal sehr schön. Voller Elan. Jetzt holt sich quasi mit Frankreich und Münster. Mit wem sind die jetzt im Krieg? Friesland, Münster und Frankreich. Jawohl. Die halbe Welt versinkt im Krieg und die andere Hälfte macht munter mit. Wie lange war das jetzt noch mit? Ich sehe gerade, das hier ist immer noch zu viel. Prestige ist wichtig. Oh, na gut, damit würde ich nur mein Geld wieder verknüppeln. Doofe Sache das. Die Unterhalt ist jetzt auch nicht schlecht. Das mache ich jetzt auch mal, auch wenn mir eigentlich die nationale Reserve lieber ist, aber so mache ich wenigstens Plus. Salz aus Osnabrück, na, von mir aus. Der Frieden läuft noch bis Dezember. Polen, Österreich, Oldenburg, Steiermark. Also muss ich noch in Jerschen hier quasi absitzen.
Es müsste sich jetzt eigentlich auch demnächst hier mal fertig werden, oder? Gucken wir mal. Ja, bis Juni 1580, das heißt, der Slot ist dann frei. Anspruch auf Lipezk, sehr schön. Und wir holen schon mal einen Anspruch für die Moskauer Provinzen. Wenn wir denn denen mal den Krieg erklären. Demnächst. Bald. Ja, die halbe Welt führt Krieg und die andere Hälfte macht mit, hatten wir ja schon mal nicht. Nehmen wir mal die administrative Macht. Die Franzosen sind jetzt nur noch im Krieg mit Pfalz-Steiermark, Böhmen, Schweiz und den Niederlanden. Wobei die Niederlande, so führen sie sogar. Ja, weil Friesland nicht erobert wurde bis jetzt. So, Fernankampf, Landanführer oder lieber erstmal noch hier die zweite Quantitätsserie, damit kriege ich noch schneller Leute zurück. Die Jungen und die Alten, nicht? Ne, die Jungen können dienen, so rum. Genau. Integration ist ein langsamer Prozess. Was? Religiöses Chaos? Ich wünschte, ich hätte genug Geld für das Verteidiger. Das nimmt die Gegenreformation an. An sich gefällt mir das nicht. Was geht wohl nicht anders? Aber zuerst einmal ernenne ich Skandinavien. Hier nehme die Gegenreformation an. Sie gefällt mir nicht, aber ich muss jetzt mal kurz gucken, wie viele Protestanten wo sind. Wobei das lustige wäre, wenn man die Gegenreformation annimmt und dann protestantisch wird. Geht das? Wäre mal interessant zu wissen. Ich habe keine einzige protestantische Provinz. So, wo war das jetzt in Ust? Ustjuk. Habe ich das Geld überhaupt dazu? Ich glaube, noch nicht. Aber bald. So, jetzt haben wir auch endlich passende Farben für die ganzen Schiffchen. So, weg damit. Damit sind wir jetzt auch bei mehr Geld und wir sind deutlich vom Truppenlimit, aber nicht mehr lange. Skandinavien wird über die Welt herrschen, früher oder später. Aber anscheinend werde ich jetzt erstmal noch katholisch bleiben. Dänische Untertanen werden nicht mehr akzeptiert. Nö. General Sven Bagge ist tot, das ist doof. Aber der Bagge, der hier im Osten ist, auch wenn es der gute ist. So, jetzt muss ich nur in Ustjuk. Wo ist denn Ustjuk? Gut, dann heißt jetzt, ich muss nur noch beleidigen, wen? England. Glaube ich, dass England einer meiner Rivalen war. Okay, sie sind schon beleidigt worden. Doof das. Wen habe ich noch als Rivalen gesetzt? Kasan und Litauen. Mal Litauen. Dömm. Da müssen wir wieder über unsere schöne Grenze, was mich wiederum freut für die 50. 50 Machtprojektionen, doppelte, nicht doppelt, sondern ein Punkt pro Ebene halt, genau. Wohlan! Sehr schön, die Franzosen. Sind derzeit im Krieg.
Böhmen ist Teil des Reiches und wird sie schützen. Bei mir wird niemand mitmachen, weder Ungarn, sie haben Schulden. Polen ist mit dem Feind alliiert. Frankreich hat Schulden und ist Kriegsmüdigkeit. Böhmen ist Kaiser. Brandenburg hat Angst. Die Niederlande hat Schulden und besetzte Provinz und was nicht alles. Das heißt, im Endeffekt würde ich mich anlegen mit Oldenburg, die zählen nicht. Mit dem Hansebund und Polen. Wenn Polen 30.000 hat, aber wahrscheinlich sogar die besseren Generäle, wird das. Das könnte ich noch hinkriegen, aber der Hansebund wird mich dann. Das wird dann so richtig nervig, die Zünglein an der Waage sein. Ich beende jetzt mal das Turnset hier. Freue mich, ich habe Skandinavien. Und stell mal die dumme Frage in den Raum: Was jetzt? Ich bin mir da gerade ganz unsicher. Also, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass ich derzeit jetzt mit dem Hansebund alleine fertig werden würde. Klammer auf, natürlich nur da die auch die Polen noch als Unterstützung haben. Und die Polen, ich muss mal kurz gucken, wie weit die militärisch sind. Stufe 12. Und ich bin Stufe 12. Das heißt, selbe Ebene. Grübel, grübel, grübel. Wie groß ist deren Stack? Vielleicht im ersten Schlag. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen Ich kann natürlich den Krieg anfangen und so gut wie es geht irgendwie angreifen und dann hoffen, dass mir irgendwann demnächst Ungarn, Frankreich und so zur Seite eilen. Aber das werde ich dann nochmal sehen. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie gesagt, Vorschläge auf YouTube im Zivforum immer wieder gerne gesehen. Denn man muss ja immer nur den richtigen Hebel finden für den nächsten Krieg. Und ich sehe gerade den Hebel nicht, wahrscheinlich nicht den Wald vor lauter Bäumen. Mach's gut.